so als Mama habe ich schon auch Momente, wo ich mir denke, oh, ich kann einfach nicht mehr. Also ich finde, ich habe zu wenig Zeit für meine Kinder und so wirklich hinsitzen und Ruhe und reden mit den Kindern hat man nicht vor lauter Alltagsstress. Ich spiele zu wenig mit ihm, habe ein schlechtes Gewissen dabei. Also ich glaube, ich bin manchmal zu laut und zu ungeduldig, aber ich will das eigentlich nicht. Ich will keine schreiende, brüllende Mama sein. Denken wir mal, bei anderen Familien läuft das alles so geradlinig, nur bei uns nicht. Du warst ganz ehrlich, finde ich total super. Die Frage ist nur, ob dein Kind das genauso sieht wie du. Und weißt du was? Antenne Bayern hat eine Überraschung für dich. Okay. Dann schau mal, wie dein Kind dich sieht. Ich hab meine Mama lieb, weil sie immer für mich da ist. Die kocht manchmal für mich was Leckeres, beispielsweise einen Pfannkuchen. Lecker. Wenn ich mich wehgetan hat, dann kann mich meine Mama auch immer sehr gut trösten, finde ich. Dass sie mir halt öfters hilft, wenn ich irgendwas nicht schaffe oder so. Und dass sie auch immer irgendwie eine Lösung findet. Meine Mama ist hübsch. Wenn sie Pizza macht, singt sie ein Lied. Oh la la, wie so eine Pizza. Oh la la, Pizza wunderbar. Liest mir dann manchmal noch in ihrem Bett was vor. Und ich kuschel ganz viel mit der Mama. Dass sie immer da ist, wenn ich sie brauche. Da guckt die rein, wenn ich schlafe. Und dann streichelt sie mich immer auf in der Backe. Das finde ich so gemütlich, wenn sie so streichelt. Sie bleibt bei mir. Die beschützt mich. Dann fühle ich mich wohl. Weil ich die Mami lieb hab. Ich finde einfach alles toll an der Mama. Ich hab meine Mama lieb. Ich hab dich lieb, Mama. Einzigartig. Das ist schön, das mal zu hören, was die Kinder von einem denken und wie die Kinder mich als Mama sehen. Ich bin überrascht, überwältigt. Und man will immer perfekt sein, aber ich denke, das Nicht-Perfekte ist vielleicht einfach das Richtige. Danke, Mama.